Moin und herzlich willkommen bei Let's Play Trains A New Era. Ihr habt es schon im Vorspann gesehen, wir werden heute mit der Tiger-Trommel fahren. Das sind diese Dieselloks, die früher in ganz Osteuropa unterwegs waren. Auch die Deutsche Reichsbahn in der DDR hatte Exemplare davon. Ich habe hier mal ein Bild aus Pasewalk mitgebracht. Diese Maschinen waren dort als Baureihe 120 eingereiht. Sie fuhren auf vielen Strecken im Güterzugdienst und in den 90er Jahren standen sie nachher größtenteils nur noch abgestellt herum. Hier ein Bild aus Hagenow Land. Hier seht ihr jetzt das Streckenauswahlmenü innerhalb von Trains. Unsere Strecke installiert sich hier oben als Andruschivka Vinnytsia. Und wenn wir jetzt einmal in das Aufgabenmenü wechseln, seht ihr, es gibt hier vier Aufgaben dazu. Und ich will euch diese Aufgabe Fastov Mosti Day Oil zeigen. Hier rechts bei den Bildern seht ihr auch unsere Diesellok wieder. Bei vielen osteuropäischen Bahnen waren diese Maschinen in der Baureihe M62 einsortiert. Den Ladevorgang habe ich an dieser Stelle jetzt rausgeschnitten. Das hat nämlich über 3 Minuten gedauert, auf meinem PC die Strecke zu laden. Hier seht ihr eine Übersicht über die Bedienungselemente der Diesellok, wenn man sie im Führerhausmodus steuern möchte. Das ist eigentlich alles nichts Ungewöhnliches. Die fährt sich mit den gleichen Bedienungselementen wie jede klassische Diesellok in Trains bzw. Trains A New Era. Hier habt ihr den Fahrplan des Güterzuges, den wir fahren sollen. Hier wird dargestellt mit kyrillischen Buchstaben, weil ja in der Ukraine kyrillisch geschrieben wird. Und ich schließe jetzt mal die ganzen Fenster, die hier auf sind, von Quick Drive und von der Arbeitsanweisung. Und hier sehen wir unseren Güterzug und hier ist auch unsere Diesellok. Und zwar nicht nur ein Pärchen, sondern wenn man sich das hier mal genauer ansieht, das ist als Doppeldiesellok konfiguriert mit einer festen Verbindung zwischen beiden Einheiten. Man kann also durchgehen von einer Lok in die andere. Und hier vorne seht ihr auf dem Nummernschild, dass diese ganze Einheit sogar 2M62 heißt, weil es eben eine Doppellokomotive ist. Und nun wollen wir mal einsteigen und uns hier innen ein wenig umsehen. Da sitzt auch noch ein Beimann hier neben dem Lokführer. Hier haben wir unseren Arbeitsplatz mit Führerbremsventil, Richtungswähler. Da kann man also die Bremse lösen, Fahrstufen schalten. Ich werde allerdings nicht alles hier mit der Maus bedienen, sondern ihr werdet das nachher bei mir sehen. Ich spiele gern mit der Bedienung über die Tastatur, also mit A für Bremse anlegen und entsprechende Kurzbefehle auch für Fahrstufen schalten. So, und jetzt haben wir den Abfahrauftrag bekommen und es geht los. Wir fahren jetzt auf einen Bahnübergang zu. Bei meiner Tour durch Polen habe ich gesehen, dass die Lokführer dort vor jedem Bahnübergang pfeifen, egal ob beschrankt oder unbeschrankt. Ich weiß nicht, wie das Dienstreglement hier bei der ukrainischen Eisenbahn ist. Deshalb habe ich gedacht, es ist vorsichtshalber besser, wenn ich hier auch einmal Pfeifsignal gebe. Und jetzt kommen wir langsam hier in einen größeren Bahnhof hinein. Hier seht ihr allerhand Gebäude und Anlagen rechts und links auf beiden Seiten der Strecke.
Und wir fahren jetzt in den Bahnhof von Fastorf. Wir fahren jetzt auf ein gelbes Signal zu, das uns vermutlich ankündigt, dass wir am nächsten Signal halten müssen. Ja, der Streckenmonitor ist auch gewechselt auf nächstes Signal rot. Dann war hier eben auf der linken Seite ein größerer Schuppen, wahrscheinlich ein mehrständiger Lokschuppen. Und hier sehen wir zwei E-Loks an der Besandungsanlage stehen, die eine davon sogar eine Doppellok. Während hier auf der rechten Seite der Gleisanlagen schon die freie Natur anfängt. Wir sind also irgendwo am Stadtrand, aber wir fahren jetzt weiter hier in den Bahnhof hinein. Allmählich sieht man schon, dass das hier ein richtig großes Gleisvorfeld ist und dass auf der rechten Seite immer mehr Gebäude auftauchen. Schauen wir uns doch mal an, was das hier für ein Gebäude auf der rechten Seite ist. Da steht irgendwas mit Lokomotiv dran. Gut, ich habe ein bisschen zu spät hier mich nach rechts umgedreht, da war es schlecht zu sehen im Vorbeifahren. Könnte also vielleicht ein Ausbesserungswerk sein, denn an dem, was ich für das BW halte, mit der Besandungsanlage, sind wir ja eben schon vorbeigefahren. Und jetzt kommen wir hier in den Personenbahnhof hinein und da vorne müssen wir dann irgendwo halten. Unser Streckenmonitor sagt hier, dass das nächste Signal rot zeigt und dass wir noch gut 800 Meter bis da zu fahren haben. Wir sehen hier verschiedene Personenzüge im Bahnhof stehen. Auf dem Gleis hier rechts von uns, da seht ihr auch so einen typischen Nahverkehrstriebwagen, wie sie in der Ukraine oder auch bei der russischen Eisenbahn in ähnlicher Form üblich sind. Und besonders bemerkenswert finde ich, dass hier sogar ein Zaun zu dem Nachbarbahnsteig aufgestellt ist. Anscheinend kommt es wohl immer mal wieder vor, dass hier Reisende undiszipliniert über die Gleise laufen, was dadurch verhindert werden soll. Da vorne kommt jetzt auch langsam das rote Signal in Sicht und da müssen wir dann vermutlich halten, um irgendwelche Personenzüge vorfahren zu lassen. Bis dieser grün-beige Triebwagen rechts von uns den Bahnhof verlassen hat, haben wir wahrscheinlich gleich ein wenig Zeit, um uns hier einmal umzusehen.
Hier habt ihr einen Überblick über den Bahnhof in der Außenansicht. Im Vordergrund ist unser Kesselwagenzug mit den zwei grünen Dieselloks zu sehen. Und rundherum ist einiges an Bebauung. Hier kommt auch noch rechts ein weiterer Zug rein. Und ihr seht, hier rund um den Bahnhof sind eine ganze Reihe Hochhäuser. Und hier habt ihr dann nochmal einen Blick zur anderen Seite, in die Richtung, in die wir dann demnächst ausfahren werden. Bis wir Ausfahrt bekommen, können wir uns ja auch noch einmal ein wenig hier auf dem Führerstand unserer Diesellok umsehen. Ich tippe jetzt einmal hier durch die verschiedenen Kameraperspektiven. Hier ist zum Beispiel ein Schaltkasten oder Sicherungskasten zu sehen. Hier auf der rechten Seite ein Rückspiegel für den Lokführer. Und hier nochmal eine Detailansicht des Armaturenbretts. Ja, und da ist auch schon der Abfahrauftrag, also es geht weiter. Ich löse jetzt die Bremse. Was mich wundert, ist, dass der Streckenmonitor rechts immer noch anzeigt, nächstes Signal rot. Nun hat er gerade gewechselt über Gelb auf Grün und wenn man vorne sieht, das Signal zeigt auch nicht mehr rot an, sondern zeigt jetzt ein festes gelbes und zusätzlich ein blinkendes gelbes Licht und daher werde ich jetzt mal langsam ausfahren. Ich würde sowas zwar nicht unbedingt als grünes Signal für Fahrt frei ansehen, aber ich denke mal, es bedeutet Ausfahrt mit verminderter Geschwindigkeit. Und das zweite gelbe Licht bedeutet wahrscheinlich, dass auch am nächsten Signal wieder Langsamfahrt zu erwarten ist. Achtet mal auf die Weiche vor uns. Ihr könnt sehen, dass in dieser Strecke hier die Weichen mit den beweglichen Weichenzungen verbaut sind, die mit der Einführung von Trains in New Era das erste Mal ins Spiel gekommen sind. Auch bei dieser Weiche gerade ist das wieder sehr schön zu sehen. Man kann hier sehr realistisch sehen, wohin die Fahrt gehen wird. Wir fahren jetzt allmählich aus dem Bahnhof heraus und nähern uns demnächst wieder der freien Strecke. Und wir sehen hier auf beiden Seiten noch verschiedene abgestellte Fahrzeuge. Allmählich dürfen wir dann auch wieder schneller fahren. Als nächstes kündigt der Streckenmonitor hier an, dass wir eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 Kilometern pro Stunde haben werden. Und entsprechend werde ich jetzt auch nach und nach beschleunigen.
Hier zweigen rechts und links zwar eingleisige Strecken ab, wir fahren dagegen weiter auf dem rechten Streckengleis der zweigleisigen Hauptstrecke. Und hier könnt ihr das Ganze noch einmal in der Außenansicht sehen. Ich habe jetzt mal mit F5 die ganzen Paletten und Steuerungselemente ausgeblendet. Dann können wir den Blick des Lokführers hier möglichst unverfälscht genießen. Während wir hier auf der freien Strecke fahren, können wir einmal kurz in die Kartendarstellung von Trains wechseln. Hier im rechten Bereich sind wir losgefahren und ihr seht, dass das eine ziemlich große Strecke ist. An dem Punkt sind wir gestartet, wo ich mit dem Mauszeiger gerade zeige, und zurzeit sind wir hier und entsprechend dauert das eben eine Stunde ungefähr, diese Aufgabe durchzuspielen. Vor uns liegt ein kleiner Haltepunkt, der wahrscheinlich von den Regionaltriebwagen bedient wird. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich gleich von euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.